nach unserer 600-Jahr-Feier in diesem Jahr noch ein Highlight in Kleinleipisch, unsere 49. Sportwoche. Traditionell wie immer Kultur, Sport, Spiel und Spaß für alle Altersgruppen. Am Dienstag beginnen wir traditionell mit unserem Doppelkopfturnier und am Mittwoch stellt sich dann die erste Mannschaft von Brieske Senftenberg gegen den großen Hainer Fußballverein vor und das ist unser erstes Fußballspiel in dieser Sportwoche. Der Donnerstag beginnt dann um 16.30 Uhr mit unserem nunmehr fünften Spooky-Tag. Diesmal mit Fackelumzug, aber erst um 19 Uhr. Dafür sind die Hundesportler schon 18.30 Uhr vor Ort. Und natürlich an diesem Tag auch wieder Volleyball und Skat. Das Wochenende wird eingeleitet mit dem Dart-Turnier und natürlich unseren Stadtmeisterschaften im Kleinfeldfußball. Am Abend dann die zweite Open-Air-Party, jedoch nicht mit dem DJ Tom. Der spielt erst am Samstag. Leider ist es uns auch in diesem Jahr nicht gelungen, für unsere Lauchhammeraner Handballer einen Gegner im Großfeldhandball zu finden. Am Samstag verabschieden sich dann unsere Fußballer aus dem Spielbetrieb. Und wir erleben den Auftritt der ersten Mannschaft des neuen FC Lauchhammer gegen Dresden-Striesen. Der Sonntag beginnt mit unserem fünften Sportwochenlauf für alle Laufbegeisterten und natürlich einem kleinen Beachvolleyballturnier auf unserer Volleyballanlage. Nachmittag dann noch einmal Fußball, volles Programm. Und natürlich unsere kulturellen Höhepunkte in der Sportwoche am Samstag mit dem Wodka-Trio aus Kosdorf, mit dem Mr. Kerosin und unseren Zumba Girls. Und am Sonntag Radio Rabubbel und dem Stargast Silke Fischer. Und abschließend am Sonntag unsere vierte Open Air Party mit freiem Eintritt für alle. Der SV Glückauf Kleinleipisch freut sich auf Ihren Besuch in der Sportwoche in diesem Jahr. Und abschließend nochmal, am Samstag spielt DJ Tom.